Sind die nicht putzig? Wie kleine Plüsch-Teddybären sehen sie aus, wenn sie ihre ersten Schritte tapsig durch eine Welt voller Entdeckungen machen. Wir sind hier zu Gast bei Katrin Fluck auf dem Marienstädter Hof in Villmar. Sie ist in Deutschland eine von 140 registrierten Züchtern für Berner Sennenhunde. Diese Hunde finden ihren Ursprung in der Schweiz, genauer gesagt im Kanton Bern. Auf den einsamen Höfen wurden sie als Wachhunde, aber auch als Treib- und Zughunde gehalten. Das waren früher auch eben typische Bauernhunde. Die sollten am Hof bleiben, sollten da den Hof bewachen, aber eben nicht aggressiv sein. Also Leute, die, wo der Bauer wusste, die gehören, die können zum Hof kommen, die sollte der Berner schon hinkommen lassen. Sie sind halt auch kräftig, weil sie ja die schweren Milchkarren früher ziehen mussten. Das kann man auch heute noch als Sport machen, Zughundesport. Manche Hunde haben da mehr Spaß dran, andere eher weniger. Ja, einfach so ein typischer Bauernhofhund. Der Berner Sennenhund ist sicher, aufmerksam, wachsam und furchtlos. Sein gutmütiger und anhänglicher Umgang mit vertrauten Personen macht ihn zum idealen Familienhund. Katrin Fluck hat als Züchterin alle Hände voll zu tun. Ihre Hündin Mathilda hatte Mitte August den Gehwurf zur Welt gebracht. Wenn man eine Zuchtzulassung kriegt, wenn der Zwingername geschützt ist, dann fängt man mit dem A-Wurf an und geht dann hoch B, C, D. Und das ist nicht an die Hündin gebunden, sondern wirklich an den Wurf. Also wenn jetzt die Mathilda einen Wurf kriegt und das wäre der A-Wurf und die Lotte danach einen anderen Wurf, dann wäre das der B-Wurf. Also kurz gerechnet, mit Bestehen dieser 10-jährigen Zucht sehen wir den 7. Wurf, den Gehwurf, mit einem Rüden und 3 Hündinnen. Wir haben einen Gero, Gaia, Greta und Gerda. Die Berner Sennenhundezucht ist für Nico Heun und Katrin Fluck ein sehr zeitintensives Hobby, vor allem aber eine Herzensangelegenheit, denn verdienen lässt sich mit einer Zucht nichts. Die Kosten werden selten gedeckt. Und so gehen Nico und Katrin ihrer hauptberuflichen Tätigkeit nach und opfern ihre Freizeit der großen Liebe Berner Sennenhunde. Ich arbeite zum Glück von zu Hause und habe eine tolerante Chefin, wo ich dann relativ spontan mir Urlaub nehmen kann. Und wenn die Welpen dann da sind, nehme ich auch einen Großteil von meinem Jahresurlaub. Teile das dann eben so auf. Also ich arbeite schon ein paar Stunden am Tag, aber kann dann ganz flexibel Feierabend machen und zu den Welpen gehen oder macht man eine längere Pause. Ja, also wenn ich eben ins Büro fahren müsste, würde das nicht gehen mit den Welpen, weil doch immer jemand zu Hause sein muss. Es kann immer irgendwas passieren und da muss man immer ein Auge auf die haben. Maximal einmal im Jahr wird auf dem Marienstädter Hof ein Wurf mit im Schnitt 5 bis 8 Welpen zur Welt gebracht. Wenn ein Hund einen Wurf hatte, ein Jahr Pause. Nee, ein Wurf im Kalenderjahr ist erlaubt. Aber wir sagen, ein Jahr Pause mindestens. Und auch wenn er jetzt übergroß war wie bei der Lotte, dann hat sie eine längere Pause verdient. Genau, das heißt bei uns 8 Welpen, mehr als 8 Welpen. Mhm. Dann gibt es eine längere Pause. Deswegen ist es ja ein Hobby und es sind keine Gebärmaschinen. Das ist halt auch, wo drauf ein Züchter Acht gibt, dass der Hund halt nicht alle 6 Monate, wenn er läufig ist, einen Wurf hat. In den zurückliegenden 7 Jahren haben die Hündinnen Kör von Altbessungen, Adele und Carlotta vom Marienstädter Hof und Mathilda vom Schmiedegärtchen insgesamt 50 Welpen zur Welt gebracht. Manch einem mag die geringe Zahl verwundern, doch man muss an dieser Stelle einmal auf den Unterschied von Züchtern und Vermehrern hinweisen. Es ist ja auch definiert, ein Züchter soll eben die Rasse erhalten und verbessern. Jemand, der einfach nur so mal Welpen bekommt, ist in meinen Augen ein Vermehrer. Also man kann natürlich auch die Welpen gut aufziehen und liebevoll. Mit Zucht hat es dann aber halt trotzdem nichts zu tun, wenn man keine Ahnung hat, was man da so eigentlich treibt. Für mich ist es eben, wenn jemand im Verein ist und das planmäßig macht, sich den Regeln des Vereins unterwirft, ja, sich eben regelmäßig fortbildet und auch eine Ahnung hat, was denn überhaupt alles nötig ist, um zu züchten und was es denn bedeutet. Auf der Landesausstellung des DCBS, des Deutschen Clubs für Berner Sennenhunde, trafen wir dessen Präsidentin Heike Schraven, die auf die Überwachung der Züchter durch den DCBS ausführlicher einging.
ein Züchter unterliegt einer strengen Kontrolle, darf auch mit einer Hündin nur eine bestimmte Anzahl an Würfen machen. Er muss gewisse Pausen einhalten, wenn zum Beispiel eine Hündin einen übergroßen Wurf hatte, wenn eine Hündin einen Kaiserschnitt hatte. Er darf nur maximal einmal im Jahr mit dieser Hündin züchten. Also das heißt, da ist schon der Riegel vorgeschoben, dass er nicht zwei Würfe oder drei Würfe im Jahr mit ein und derselben Hündin machen kann, Gott sei Dank. Und bei uns sind, da bin ich sehr glücklich drüber, haben wir die Regelung, dass eine Hündin, wenn sie das 7. Lebensjahr vollendet hat, auch in Rente gehen darf. Also sie darf dann auch nicht mehr belegt werden. Das heißt, auch da versuchen wir, die Hündin zu schützen. Wir haben mal die Erfahrung gemacht, wenn man mit kranken Hunden züchtet, also sprich, wenn die Gelenke schlecht sind, vererbt sich das. Das hat einen sehr hohen Vererbungsgrad einfach. Und da haben die Hunde dann Riesenprobleme damit. Und deswegen schauen wir da so genau drauf, dass man einfach, wenn die Natur macht manchmal, was sie will, das, wir können nicht alles kontrollieren, aber wir versuchen als Möglichste, dass man gesunde, fitte Hunde, alltagstaugliche Hunde bekommen. Zum Wohle der Zuchthunde und natürlich zum Vorteil der Käufer findet also mit der Geburt der Welpen bei dem DCBS-Züchter eine lückenlose Kontrolle statt. Genau, da kommt dann praktisch in der achten frühestens mit der achten Lebenswoche der Zuchtwart ins Haus. Der fasst dann einen Bericht über den gesamten Wurf ab und über jeden einzelnen Welpen wird nochmal genauer angeschaut. Der bekommt dann einen Bericht, den dann auch der Welpenkäufer mitbekommt. Und dann haben die praktisch schon mal eine Grundübersicht über den Welpen einfach. Ich kann nur sagen, dass wir einfach von Seiten des VDHs, vom Band des Deutschen Hundewesen, kontrolliert werden. Und wir selber kontrollieren mit unseren Zuchtwarten oder ich als Zuchtleiter dann eben die Züchter nochmal. Bei allen anderen, die sogenannten Dissidenzzüchtern, die nicht im VDH angeschlossen sind, also es gibt ja nur uns und den SSV, da ist halt sehr, sehr wenig Kontrolle da. Die mögen genauso gut züchten vielleicht. Manche Züchter, die geben sich selber hohe Standards. Kann man mit Sicherheit auch sagen, dass da gute Welpen rauskommen. Aber wir haben halt einfach die Sicherheit durch die Überwachung. Startnummer 14 bis Startnummer 23, bitte in den Ring. So wird unter den Züchtern auch ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass der Verwandtschaftsgrad zwischen Rüden und Hündin möglichst weit auseinander liegt, um Inzucht zu vermeiden. Wir dürfen ja keine Inzucht betreiben, deshalb auch diese kontrollierte Zucht. Und die Züchter haben natürlich die Möglichkeit, nicht nur innerhalb unseres Vereins mit ihren Hündinnen zu züchten, sondern sich auch Deckrüden auszusuchen, die in anderen Vereinen stehen, die im Ausland stehen, die natürlich dann eventuell auch eine Genehmigung brauchen von unserem Zuchtleiter, Herrn Schmid, damit sie diese Rüden auch benutzen dürfen. Wir haben von vielen Hunden sehr viele Daten gesammelt und da können die Züchter natürlich, da werden auch die Röntgenergebnisse eingetragen und. Und da können die Züchter natürlich schon schauen, was so dahinter steckt. Sehr weit, sei es bis zur 20. Generation dahinter haben wir da eingepflegt. Ja, also das ist schon ein gewisser Grad Inzucht ist manchmal gar nicht verkehrt, wenn man es kontrolliert macht. Aber unsere Züchter müssen natürlich schon schauen und da muss man teilweise 1.000, 2.000 Kilometer fahren zu einem passenden Rüden. Wir geben da auch gewisse vor. Also bei der Körung kriegen ja manche Hündinnen dann gewisse Einschränkungen, wo sie sagen müssen, wenn sie irgendeinen Fehler haben, dass die praktisch zu einem Rüden gehen, der diese Fehler nicht hat. Und da müssen die teilweise schon ganz große Strecken in Kauf nehmen. Für heute ziehen wir uns zurück und lassen Gero, Greta, Gaia und Gerda ihre wohlverdiente Ruhe. Denn es ist nichts anstrengender, als eine Stunde neugierig die Welt zu erkunden.
Begleiten Sie uns auch in den nächsten Folgen, wenn wir beim Tierarzt oder auf der Ausstellung sind. Und seien Sie gespannt auf die Käufer der Welpen mit ihren Geschichten. Und da hat Friederike in Gunst der Stunde, nicht nach dem, keine Ahnung, 5. Klass waren, hat gesagt, wenn wir einen Hund bekommen, dann reinrassig. Irgendwie hatte sie auch dann noch Stück Papier und Stift dabei und irgendwo ist ein Zettel, wo ich das unterschrieben hatte und dann war es passiert.